Und damit einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier zu einer Hallo Percy. Möchtest du mir etwas sagen? Ich würde dir raten, dich dieses Jahr mehr auf den Unterricht zu konzentrieren, Harry. Du machst doch nicht wieder nur Dummheiten, nicht wahr? Woher weißt du denn, wie ich in der Schule bin? Was stimmt denn nicht mit den... Ja, geh mir aus dem Weg. Der ist echt gruselig, Leute. Also, ja, vor allem lungert der hier die ganze Zeit im Gemeinschaftsraum herum, als hätte der sonst keine Aufgaben und vor allem auch keine Schule. Wo waren wir stehen geblieben, bevor uns der Typ abgelenkt hat? Ja, genau. Und zwar herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens aus dem Jahre 2002. Ich werde mir das nie abgewöhnen, Leute. Und zwar hier in Folge 7. Ich bin immer noch der Meinung, ich muss das einfach nochmal an dieser Stelle betonen, dass der zweite Teil einer meiner absoluten Lieblings-Harry-Potter-Spiele ist und das beweist er von Folge zu Folge. Ich liebe die Stimmung hier, die nochmal so viel besser aufgegriffen ist als im ersten Teil. Und ja, ich bin auch gespannt, was wir heute alles erleben werden. Denn zuletzt kam ja, also ich weiß nicht, ist das eigentlich immer Ron, der da zu uns kommt? Oder ist es so ein Random-Schüler? Weil manchmal trägt Ron so ein R auf der Brust. Und manchmal kommen da so Charaktere mit roten Haaren. Pass auf, wo du hintrittst, Harry! Hab leider keine Zeit zum Plaudern. Manchmal kommt da jemand mit einem R und manchmal kommt da einer ohne R, aber trotzdem mit orangenen Haaren, sodass man denken könnte, yo, das könnte ja eigentlich auch nur Ron sein oder so. Und ich bin mir da nie so wirklich sicher, um ehrlich zu sein. Ach, der verlässt ja auch den Gemeinschaftsraum. Sehr, sehr guter Vertrauensschüler. Jetzt hast du das kleine Mädchen umgelaufen, Typ. Gut, Leute, wir müssen in dieser Folge in die große Halle kommen, denn dort erwartet uns der Duellierclub, wie uns Ron eventuell am Ende der letzten Folge erzählt hat. Die Frage ist jetzt halt nur, wo geht es nochmal? Ah, da steht jemand. Der Unterricht sollte draußen stattfinden. Vielleicht hat der Erbe ja was gegen Sonnenlicht oder hübsche Blumen. Sprich mich nie wieder an. Oh Gott, warum laufen die mir eigentlich alle vor die Füße und dann fangen die auch noch Gespräche an? Also als introvertierte Person bist du in Hogwarts echt aufgeschmissen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, er winkt schon, okay. So, hallo. Aus dem Weg, hier kommt der weltberühmte Harry Potter, der Auserwählte. Ihr habt kein Recht, mir im Weg zu stehen. Und da, waren wir schon mal in der großen Halle? Können mich alle sehen? Ja. Könnt ihr mich alle hören? Ja. Sehr schön. Schön. Im Duellierclub wollen wir für den Fall trainieren, dass ihr euch eines Tages einmal verteidigen müsst. Wir treffen uns jeden Tag im Vorzimmer der großen Halle. Ziel eines jeden Zauberer-Duells ist es, den Gegner unschädlich zu machen. Während eines Duells kannst du 3 Zauber verwenden. Mit Rictus Sempra kannst du einen Gegner nach hinten schleudern, dann nimmt seine Kraft ab. Verwendest du Mimblewimble, wirkt Mimblewimble. Der Zauber deines Gegners nicht mehr richtig. Ist das Bertie Botts Boom in den Hintergrund? Wendest du Expelliarmus an, wird der Zauber deines Gegners umgelenkt, sodass er wieder auf ihn selbst zurückprallt. Möchtest du einen Zauberspruch wählen, scrolle mit der rechten Maustaste durch die Liste der Zauber. Drücke die linke Maustaste, um einen Zauber auf deinen Gegner anzuwenden. Hältst du die linke Maustaste einige Zeit gedrückt, wird die Kraft von Rictus Sempra oder Mimblewimble verstärkt. Während eines Duells ist es verboten, Zaubertränke zu trinken oder zu springen. Möchtest du an einem Duell teilnehmen, musst du eine Gebühr in Form von Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen entrichten. Der Gewinner bekommt die Bohnen des Gegners. Möchtest du einen Schüler zum Duell auffordern, gehe einfach auf ihn zu. Wenn du genug Bohnen hast, wirst du zum Duell eingeladen. Mein Assistent, Professor Snape. Ich bin Ihr Kollege, nicht Ihr Assistent. Hat mir anvertraut, dass er selbst ein klein wenig vom Duell versteht und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Duelle zu überwachen. Und nun eine kurze Demonstration. Harry, würdest du dich bitte mit Ron aufstellen? Warum immer ich? Naja, Zeit, das Traumpaar zu trennen. Malfoy, komm hier rüber. Schauen wir mal, was du aus dem berühmten Potter machst. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich zu zermalmen, Potter. Alles klar, alles klar. Dann überhaupt kannst ja losgehen. Zauberstäbe, aggressiv oder so. Bei 3 geht's los. Angst, Potter? Träumen. Was hättest du wohl gerne? Was? Das ist nicht mein Satz.
Zwei. Träum weiter heißt das. Drei. Harry, Harry. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten. Ach. Au. Okay, ich... Das ist doch nicht so einfach. Schlag zurück. Okay, Leute, ich glaube, also ich glaube, ich mache das gerade einigermaßen richtig. Ich treffe halt, einen Glückstreffer gelandet. Hab ihn getroffen. Das ist eigentlich ganz cool. Und schon wieder getroffen. Ey, Draco, du hast ja mal so gar keine Chance gegen mich. Bam. Boah, das war knapp. Ah, scheiße. Warte mal, wie mache ich nochmal Mimble Wimble? Hat er nicht gesagt, das geht auch irgendwie? Ist das da unten seine Lebensleiste? Ich muss mal drauf achten. Jetzt gerade ist sie okay, so voll. Ah ja, ich glaube, das war seine Lebensanzeige. Und wir haben es geschafft. Oh, das war auch nicht seine Lebensleiste. Ich hab's. Egal, wir haben es geschafft, Leute. Dankeschön, Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Dankeschön, Dankeschön. So, Draco Malfoy. Was? Der macht Avada Kedavra? Ach so, ein grüner Zauberspruch ist aber eigentlich was anderes. Süße Schlange. Was war das? Ich hab hau ab gesagt, Ron. Hat Harry gezischt? Oh Gott, das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein! Der doch nicht! Brave Schlange. Du bist ein Paselmund, Harry. Du kannst ja, ich mit weiß. Schlangen sprechen. Ja, und? Es ist nicht egal, Harry. Denn Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Oh nein. Doch, so ist es. Und jetzt denkt die ganze Schule, du bist sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßenkel oder so ähnlich. Aber das bin ich nicht. Wie auch immer. Wir sehen uns später, Harry. Tschüss, Harry. Ja, wie auch immer. Du könntest hier mit Salazar Slytherin verwandt sein und hast so eine höchst toxische Eigenschaft an dir. In dieser Nacht lag Harry stundenlang wach und grübelte. Könnte er der Erbe Slytherins sein? Könnte er? Ich komme morgen nicht zum Kräuterkundeunterricht. Ich gehe in die Toilette der maulenden Myrte und mache weiter mit dem Vielsafttrank. Es ist einfach unglaublich, dass Hermine den Unterricht schwänzt. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt besser nach draußen zu den Gewächshäusern, Harry. Los, komm. Alles, die laufen hier echt wirklich jedem vor die Füße, ne? Ist denen halt echt sowas von Wumpe. Okay, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Und ja, vielleicht finden wir ja noch auf dem Weg ein paar Möglichkeiten, ein paar Bertie-Bots-Bohnen abzubekommen hier. Wobei, draußen sind ja auch noch einige von diesen Händlern. Da möchte ich auch noch mal gucken, ob wir da vielleicht mal ein bisschen was traden können. So, da zum Beispiel die nette Dame. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel ich hatte, weil ich hatte jetzt eine Aufnahmepause. Deswegen lasst uns mal gerade ganz kurz... 538? Sie färbt garantiert nicht ab. 538? Und die kostet nur 200, 214? Das ist verdammt wenig, oder? Für eine silberne. Normalerweise doch immer 280 um den Dreh. Sollen wir die kaufen? Oder wollten wir nicht den Nimbus 2000? Ah, ich bin sowieso so schlecht in Quidditch, Leute. Ich kaufe mir jetzt lieber hier die Karte. Okay. Und wir kriegen noch... Die ist... Verdammt, ich hole mir noch eine von der. Gib mir mal noch eine. Dankeschön, sehr nett. Jetzt muss ich aber leider gehen. Vielen Dank, Harry. Wir wissen dein Vertrauen zu schätzen. Ja, kein Ding. Du bist ja auch echt günstig, ey. Nicht falsch verstehen. Okay, Leute, da haben wir eine und da haben wir noch eine. Die wir jetzt irgendwie anders eingesammelt haben als gerade. Warum macht Harry jetzt wieder so einen komischen, heroischen Move? Muss der irgendwie flexen und allen möglichen hier in der Umgebung zeigen, dass er eine neue Schokofroschkarte eingesammelt hat? Ja, der gute alte Harry, ne? So, dann wollen wir mal, Leute. Wir müssen zum Kräuterkundeunterricht. Ich bin gespannt, was da passiert und was uns erwarten wird. Und vor allem, ich bin gespannt, wann wir endlich diesen Sprungzauber kennenlernen, damit wir endlich diese ganzen Bereiche erkunden können, die da nur durch diesen Sprungzauber möglich sind. Weil, da habe ich echt Bock drauf. Und da haben wir noch eine Kiste. Komm, was ist denn da Nettes drin? Ein paar Bertie-Bots-Bohnen. Okay. Ich freue mich ja schon... Oh, sogar einige Bertie-Bots-Bohnen. Das sieht mal ganz gut aus. Ich freue mich schon, wenn wir jetzt hoffentlich auch wieder in den nächsten Folgen in den Belohnungsraum dürfen. Weil, hier ist ja... Waren wir hier noch nicht oder konnten wir bisher hier noch nicht hin? Nein, ich will da nicht rein. Ich will doch an den... Kräuterkundeunterricht. Für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben... Ich wollte an der Seite vorbei. Lasst uns direkt anfangen. Heute lernt ihr den Abtrennzauber Defindo. Harry Potter,
würdest du dich bitte vor die Klasse pflanzen und als Erster den Zauber ausprobieren? Das war ein Wortspiel, pflanzen, ja, weil das Kräuterkunde... Du hast in Hermines Büchern gelesen, stimmt's? Ich habe auch ganz andere Dinge in Hermine gemacht. Warum muss ich immer der Blöde sein, der alles zuerst macht? Ich richte deinen Blick jetzt genau auf das Symbol vor dir, Harry. Ja. Siehst du den Zauberstab? Nein. Er zeichnet die Form des Symbols nach. Okay. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, das habe ich jetzt schon bestimmt 10 Mal in diesem Spiel gemacht. Glauben die, ich bin komplett auf den Kopf gefallen. Diese Herausforderung besteht aus 3 ja, Übungen. Eigentlich gar nicht so unberechtigt. Du musst jede Übung exakt ausführen, um fortfahren zu können. Bist du bereit? Nein, mach Übung hinne. 1. Fang an. So, alles klar. Das ist das Einzige, was ich in Teil 1 besser fand. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber das muss ich noch ein paar Mal sagen, weil damit jeder versteht. Ich finde das einfach Harry. Ein bisschen weird und auch überhaupt nicht schwer. Aber egal, wir müssen uns da Mühe geben, weil... Genau, dafür Übung kriegen wir nämlich 2. Hauspunkte. Und die Hauspunkte sind wichtig für den Belohnungsraum, damit wir da eben auch einen möglichst großen Vorsprung vom 2. Platz haben und dementsprechend länger im Belohnungsraum umherlaufen dürfen. Und daher muss ich hier ein bisschen konzentriert sein. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. Dankeschön. 10 Punkte für Gryffindor. Dankeschön. Übung 3. Fang an. Okay. Als Kind hätte ich das, glaube ich, gar nicht so gut hinbekommen. Da hatte ich immer voll die Schwierigkeiten. Ich konnte teilweise nicht mal in Computerspielen laufen, weil ich immer gucken musste, wo welche Taste war. Ich weiß nicht, war gut komplett gemacht. Inkompetent. Du hast alle Übungen hervorragend. War es bei euch auch so oder ist das wirklich sehr inkompetent, auch für Kinderverhältnisse? Du beherrschst nun die Findo, Harry. Nice! Saat für einen großen Zauberer wurde gelegt. Nun wollen wir mit der Findo-Herausforderung fortfahren. Kann die bitte mit diesen Wortspielen aufhören? Das ist ja schrecklich. Oh mein Gott. Ich wollte nicht mal hier im Unterricht sein. Willkommen zur Defindo-Herausforderung, Harry. Möchtest du die Herausforderung erfolgreich beenden, musst du den Stern der Vollkommenheit finden. Ich weiß. Er befindet sich in einem Gang über dir. Ja, nice. Dann würde ich sagen, klettern wir einfach die Mauer Hol hoch den und Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Springt die Uhr auf 0, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, alle einzusammeln. Ich weiß. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so Meine Güte, das ist doch jetzt finden. Nicht... Ich bin schon ein paar... Mehr als über ein Jahr hast, hier in Hogwarts. Ich kenne das Prozedere. Professor Sprout. Weinreben und andere Kletterpflanzen überwuchern manchmal Türen oder andere Stimmt. Öffnungen. Verwende die Findo, um sie durchzuschneiden und dir den Weg freizumachen. Stimmt, Leute, da waren ja auch einige Bereiche, wo diese Pflanzen davor waren, die wir bisher noch nicht erkunden konnten, weil wir diesen Zauber noch nicht beherrscht haben. Also gut, das ist jetzt nicht der Sprungzauber, aber zumindest ein Zauber, der uns trotzdem nochmal neue Möglichkeiten gibt und den wir danach vielleicht noch in der Folge ausprobieren werden, um ja den ein oder anderen neuen Gang zu erkunden. Ich bin sehr gespannt, Leute. So, jetzt aber hier natürlich wieder Acht geben. Ich will diesmal, habe ich eigentlich es in diesem Teil schon mal geschafft, einen Unterricht komplett abzuschließen, also mit allen Sternen. Ich glaube, einmal war ich kurz davor, da hatte ich glaube ich nur einen, den ich nicht gefunden habe. Und ich glaube, der letzte Unterricht, der war ziemlich lame, da habe ich einige verloren oder nicht gesehen, nicht bekommen, wie auch immer. Und war sehr überrascht darüber. Also, diesem Ziel stehe ich tatsächlich noch ein bisschen aus, also da hoffe ich mal, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Deswegen Augen offen halten. So, das haben wir auch schon mal gefunden. Sehr schön. Das riecht mir sehr nach Schokofroschkarte. Oder nach Schokofrosch, die mich wieder trollen wollen. Okay, komm, jetzt. Meine Güte, diese Dinger machen mich aggressiv, Leute. Unfassbar. Okay. Warte, kann ich da noch irgendwas? Nichts übersehen. Immer ganz genau gucken. Kann man hier den Teppich erzaubern? Nein. Kann man den Kronenlauf? Nein. Kann man hier? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Alles klar, hier ist alles gesaved. Oh nein, nicht wieder die schleimigen Kokolores-Dinger da. Weg. Wieso ist der denn auf einmal so schnell auf mich zugekommen? Seit wann können die das denn? Das sind doch Schnecken, die sind doch langsam. Heißt ja nicht umsonst, langsam wie eine Schnecke. Oder? Ja, ne? So, oh, ah, ja, genau. Hier müssen wir die wieder draufkicken. Machen wir das mal schnell, bevor die wieder zum Leben erweckt wird. Ah, die ist echt schneller. Wieso sind die denn auf einmal schneller als am Anfang? Wenn die in meiner Nähe sind, machen die quasi so einen Speed-Mode an. Das war am Anfang vom Spiel nicht so. Oder es ist einfach sehr buggy und oder ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil ich mal wieder schäle, wie sonst was war. So, mach's gut, lieber. Nevermind. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, mach's gut da drin. Aber die kommt ja wieder raus. Naja.
Normalerweise nimmt das Spiel das mit dieser Tierliebe nicht so unbedingt mega ernst. Ach du, hi, was macht die denn jetzt hinter mir? Freundchen, geh doch mal jetzt weg. Ich will nicht mit dir spielen. Verzieh dich. Flipendo, du Blödmann. Meine Güte. Immer diese unglaublich famegeilen Geschöpfe, die Harry Potter irgendwie nahe stehen wollen, mit dem befreundet sein wollen, um selber Ruhm und Ehre zu gewinnen und abzubekommen. Ist ja wieder typisch. Kann man hier hochspringen? Hey, ja? Komm, das riecht mir doch sehr... Ja, das riecht mir doch sehr nach Springen. Und was mache ich dann hier oben? Hallo? Wofür gibt es diesen Aufstieg, wenn man nichts besteigen kann? Haha, es tut mir leid. Jetzt mal Real Talk. Hey, komm mir nicht so nah, Mann. Ich schwöre, das war am Anfang noch nicht so. Da bin ich mir absolut sicher. Das hätte ich gemerkt. Dann hätte ich viel mehr Angst vor den Viechern. Hallo? Bist du aggressiv? Nee, jetzt ist die... Jetzt ist die wieder lang... Ah! Ich verstehe diese Dinger einfach nicht. Warum sind die denn auf einmal so aggressiv und so schnell? Obwohl das einfach Schnecken sind. Warte, kann man die nicht einfach hier so drauflotsen, ohne dass man die verzaubert? Wenn die mir folgt? Na egal, das dauert mir zu lange. Da machen wir lieber den schnellen und einfachen Weg, indem wir sie mit Gewalt da drauf kicken. Gewalt! Gewalt! Und irgendwie muss ich mal an diese Sterne kommen, weil ich habe hier gerade zwei Tore geöffnet. Noch. Ah, da ist das erste. Mit Defindo kannst du außerdem Seile durchschneiden, sodass Gegenstände herunterfallen. Krass, man kann mit Defindo nicht nur Pflanzen durchschneiden, man kann mit Defindo auch noch Seile durchschneiden. Das ist ja, das hätte ich nie gedacht. Ich speichere erstmal. Okay, aber da war noch ein zweiter Stern, der irgendwie freigeschaltet wurde. Da hat sich irgendwas geöffnet, Leute. Ich hab's gesehen und ich werde die... Wo denn? Kommt mir nicht so nahe, ihr Schnecken. Hier war irgendwo noch ein Tor, das ich... Wenn ich das jetzt wieder übersehe, ne? Geh weg. Hä? Da hat sich doch... Sag mal, habe ich jetzt Halluzination? Oh! Oh, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Hier gibt's irgendwas zu verzaubern. Oh, da sind noch zwei. Flipendo. Nochmal Flipendo. Ah! Ist das der Bereich, wo ich das reingeschaltet habe? Nee, das ist einfach nur eine Kiste. Aber da ist jetzt locker eine Schokofroschkarte drin. Das kann man schnell übersehen. Und es ist eine Schokofroschkarte. Nice, die dritte in der Folge. Sehr schön. Dann einmal Memo an mich selber. Am Ende der Folge Schokofroschkarten zeigen. So, jetzt geht's aber hier weiter. Also es gibt nichts anderes mehr, wo man rein kann. Ich habe jetzt extra nochmal geguckt, Leute. Wenn ich doch was übersehen habe, tut's mir leid, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da kann man nicht rein. Okay, dann, ja, da unten habe ich schon getestet, ja. So, hier haben wir... Pilze, sondern Giftgas ab, Harry. Geh ihnen aus dem Weg oder verwende Defindo, um die Stiele abzutrennen. Okay, alles klar. Ein paar Magic Mushrooms sind hier. Was machen die? Alter, sind die aggressiv. Und ich habe gerade aber echt immer noch Angst, dass ich jetzt irgendwie was übersehen habe, weil da... Oder war der eine Stern einfach durch zwei Tore geschützt? Und ich habe einfach erst den einen und dann den anderen... Wenn du den oberen Teil eines Hochklumpfilzes vom Stiel abgetrennt hast, kannst du damit werfen. Ach so, ja, das ist cool. Wenn ich damit werfen kann, ist natürlich nice. Okay, und jetzt? Schmeiß ich das da drauf? Was ist denn... Ron, bist du das? Ron, was machst du denn da drin? Der Arme, wir befreien den mal. Komm, aber wir bewerfen... Ich habe ihn eigentlich nur befreit, um ihn damit den Dingern abzuwerfen. Ey, geil, die geben ja nochmal Bertie Bots Bohnen, das ist ja cool. Was macht denn hier so ein Lärm? Hallo, und jetzt? Okay. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ach nee, warte mal, ich bin gar nicht verwirrt. Wartet. Man kann nämlich hier runter, das habe ich vorhin gesehen. So. Und hier auch nochmal runter. Oder so, genau, kann man auch machen. Hier haben wir nochmal eine Kiste. Okay, das war nur für eine Kiste, alles klar. Oh, ne, Peace, geh doch mal weg jetzt. Was machst du denn immer hier in diesen random Kisten? Entschleime! 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 Oh, geh jetzt weg, Peace, ich mein's ernst. So, den haben wir geklärt. So, das... Ja, das sind immer diese Trickkisten, wo man sich immer denkt so, boah, geil, da muss was Krasses drin sein. Und dann kommt da Peeves raus.
Unfassbar. Aber was muss ich denn jetzt machen? Das ist die Frage. Warte, da unten haben wir noch eine Bertie Bots Bohne, die Harry natürlich auf keinen Fall liegen lässt. Weil, ne, einem geschenkten Gaul, schaut mal, werde diesen Spruch versuchen, mir auch abzugewöhnen, Leute. Wie diese ganzen Sprüche, die ich mir noch abgewöhnen muss. So, aber jetzt mal Tacheles. Was ist jetzt die Aufgabe? Man muss da irgendwie... Ah, da sind Seile drin. Ah, okay. Die habe ich nicht gesehen. Dann ist das ja easy. Dann kommt jetzt wahrscheinlich das Tor runter. Da kommt jetzt wahrscheinlich... Wahrscheinlich das Tor runter. Oder auch nicht. Oh, oh, oder die Dinger kommen hoch. Alles klar. Natürlich, kann man auch mal... Boah, die Dinger gehen mir auf den Nerv. Der sammelt die immer eigenständig ein. Ich sammel die gar nicht ein. Das macht er selber. So. Und so, sehr schön. Okay, das Rätsel ist schon mal gelöst. Dann müssen wir jetzt hier lang und... Okay. Ja, Bertie Bott's Bohnen sind meine. Und das hier ist wahrscheinlich das letzte Seil. Dann geht das... Ja, geht das Tor auf. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt... Also ich denke mal nicht, dass ich hier was übersehen habe. Also ist mir zumindest nichts aufgefallen. Warte, da lang müssen wir. Und da haben wir Stern Nummer 2. Und ein Wichtel, oder besser gesagt zwei Wichtel, eine Kiste. Und wieder solche... Oh, eine... Wow! Diese Kiste hat eine Schokofroschkarte gegeben, das habe ich jetzt nicht geahnt. Okay. So, erstmal die ganzen Viecher hier beseitigen. Und da haben wir... Ah, das ist doch dieser Schleim, ne, den wir für die Tränke brauchen. Ja, Tränke haben wir ja letzte Folge oder vorletzte Folge, glaube ich, gebraut. Ich habe sie allerdings noch nie eingesetzt. Ich warte auch, glaube ich, erstmal damit. Wir haben ja immer noch die ganzen Endgegner vor uns. Also wir müssen ja auch noch gegen den Basilisken wahrscheinlich antreten. Und spätestens da könnten wir diese Tränke gut gebrauchen, gehe ich mal von aus. Deswegen benutze ich sie weise und mit Bedacht, damit wir am Ende noch genug davon haben. Zur Not könnten wir natürlich auch welche kaufen, aber... sag mal, geh doch mal weg jetzt. Aber ganz ehrlich, Leute, ich gebe meine Bertie Bots Bohnen lieber für Schokofroschkarten aus, weil diesen Schleim, den kriegt man ja anscheinend relativ doll hinterhergeworfen. Relativ doll. Aber, ja. Ich habe leider nicht ganz aufgepasst, was dieser Trank genau bewirkt. Gibt er einfach nur Leben dazu oder was hat er für eine Funktion? Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, was ihr da sozusagen habt. Stachelpflanzen feuern ihre Stacheln auf dich ab, sobald du ihnen zu nahe kommst. Okay. Halte dich von ihnen fern oder verwende die Findo, um die Stiele abzutrennen. Alles klar, dann hau mal... Au! Naja gut, wir haben ja noch genug Leben. Ich meine, ich habe jetzt sogar zwei Blitze jetzt, die ich verbrauchen kann. Sag mal, wieso ist der denn noch am Leben? Hallo? Ah, okay. Hä, wieso hat der mehrfach... Hä, verstehe. Egal, muss man ja nicht alles hinterfragen. So, Leute, jetzt haben wir hier so einen komischen runden Raum. Da kann man aber, glaube ich, nichts machen, außer das Ding hier so ein bisschen zu verschieben. Um dann da hochzuspringen. Und da ist wieder ein Seil, das wir durchschneiden können. Und eine Plattform. Aber brauche ich die Plattform? Wir können doch einfach so darunter jumpen, oder? Ich weiß nicht, ob... Also, wahrscheinlich wird das ein bisschen lebens... Ach so, weil wir hoch müssen. Okay. Okay, okay, das erklärt es natürlich. Das war der Eingang da gerade, der zugegangen ist, oder? Ich hoffe nicht, dass ich mir gerade irgendwie wieder einen Weg versperrt habe. So, was haben wir hier? Da geht's runter, das lassen wir erstmal. Gucken wir uns erstmal hier oben um, was hier alles so ist. Da haben wir so eine komische Öffnung. Das war einfach nur für das Seil, stimmt, genau. Ja, dann würde ich sagen... Hui! Geht's nochmal runter? Runter, habe ich gesagt. Da will ich, glaube ich, nicht... Also nicht ganz runter, oder? Ich glaube, wenn ich ganz runter gehe, sterbe ich. Auch wenn das gar nicht mal so tief aussieht. Und normalerweise solche Sachen... Wow. Nee, da unten ist ja auch gar nichts. Normalerweise wird das immer als unendliche Tiefe dargestellt, wenn man dadurch stirbt, aber... Keine Ahnung. Naja, wir kommen... Oh, da haben wir den nächsten Stern. Stern Nummer 4, glaube ich. Sieht schon mal ganz gut aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bis jetzt irgendwas übersehen haben, aber das ist ja jedes Mal so. Ich denke jedes Mal, dass wir nichts übersehen haben können. Und werde dann am Ende überrascht, weil er mir sagt oder die mir sagt so, yo, du hast 7 Sterne gefunden. Und ich so, was? Wo habe ich denn 3 übersehen? Das geht doch gar nicht. Die Finde kannst du auf andere Dinge zerschneiden, Harry. Versuch es mal bei diesem Spinnennetz. Kann man nicht einfach sagen, man kann einfach alles damit durchschneiden, was so ungefähr seilartig ist? Ich meine, dass die denken, dass ich mir das nicht selber erschließen kann. Das spricht ja nicht unbedingt dafür, dass Harry der...
der geistreicheste Schüler hier auf Hogwarts ist, oder? Ich meine, die Zeit, die ich zur Verfügung habe, um dieses Level hier zu schaffen, spricht auch nicht dafür, dass die mir unbedingt so viel zutrauen. Oh, nee, nicht schon wieder spinnen. Die tun mir nichts, oder? Die hängen mir dann im Umhang, oder was? Bah! Bah! Bah, das ist ja ekelhaft. Bah! Arachnophobie kickt rein. Spinnen sind schon echt eklig, Leute. Hat irgendjemand von euch Spinnen als Haustiere oder mag Spinnen so generell? Also so als Haustiere zu halten, zu streicheln? Oder falls jemand Spinnen als Haustier hat, kuschelt ihr dann auch mit denen? Weil Vogelspinnen sind ja, ne, so haarig und so. Ich denke mal, wenn man die nicht eklig findet, hat man doch vielleicht auch das Verlangen, die mal zu kuscheln. Wie macht man das dann? Fragen über Fragen, die ihr nur mir, die ihr mir nur beantworten könnt. So, das wäre voll nett, wenn ihr mir mal sagt, wie das so ist. Weil ich kann es mir halt beim Verrecken nicht vorstellen. Einerseits, weil ich Spinnen niemals so anfassen würde und andererseits, weil ich mal irgendwo gelesen oder gehört habe, dass die Haare Brennhaare sind und dass es weh tut, wenn man die berührt. Also, oder dass die Brennhaare verlieren oder irgendwie so. Naja, vielleicht gibt es ja hier irgend so einen Spinnenbiologen oder einen Spinnenhalter, der mir das mal sagen kann. Das wäre echt interessant. Aber an sich sind das ja eindrucksvolle Tiere. Ich mag sie halt einfach nicht. Ich kann nichts dafür, Leute. So, was haben wir hier? Oh, das sieht komisch aus. Das sieht aus wie etwas, was kaputt gemacht werden kann und auch wahrscheinlich wird durch diesen Holzklotz hier. Da haben wir wieder Kotzstellen. Haben wohl wieder eine feuchtfröhliche Nacht hier zuletzt. Da müssen wir da hoch, nicht direkt hoch, warte, erstmal ein bisschen Leben gönnen. Komm her, so. Und das Ding einmal, oh, guck mal, der hat eine Harry Potter Narbe nachgezeichnet. Wie süß. Drollig. So, und jetzt können wir da hoch. Ich glaube, einen Gang habe ich bis jetzt noch nicht erkundet. Da müssen wir gleich nochmal eventuell zurück. Bevor ich den wieder verpasse. Entschleime! Ich schwöre, wenn ich eine Audio aus dem Spiel rausnehmen könnte, dann wäre es dieses... Entschleime! 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 Das macht mich nur ein ganz kleines bisschen aggro, Leute. Aber solange ich meine Faust nicht in meinen Bildschirm reinramme, geht es gerade noch so. Nein, ich will nicht spielen. Ich will jetzt erstmal gucken, wo ich hier einen Ort übersehen habe, weil ich habe hier irgendwas übersehen. Ich habe hier irgend... Ach, da! Da können wir durchlaufen mit Lumos, ne? Oh. Genau. Aber dann haben wir das jetzt zumindest auch noch mitgenommen. Und zwar mit einer Schokofroschkarte. Hey, jetzt habe ich drei... Ah! Das kann mir Leben dazu geben. Und was war der Schlüssel für eine Funktion? Weil bei dem letzten Mal ja so eine Schlüsselanimation, so mit ganz vielen kleinen Schlüsseln... Das weiß ich gerade nicht, wenn da ein Schüler drunten langläuft, ey. Viel Spaß aber. Das weiß ich gerade so nicht ganz genau, aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da Bescheid wisst. Bin immer froh, ihr seid wie so ein kleines Tutorial, nachträgliches Tutorial für mich. Hilft mir auf jeden Fall sehr. So, jetzt nicht in den Schleim reinlaufen, Harry. So, und jetzt können wir nämlich hier runter. Sehr schön. So, da haben wir Stern Nummer 5 oder 6. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Dinger nicht ewig bleiben. Oh, geh doch mal. Mann, du Wichtel. Ach so, ja, die bleiben auch nicht ewig. Oh Gott, ich dachte gerade, die gehen nur so links, rechts, aber die gehen einfach... Oh, die gehen links, rechts, aber anders, als ich mir das gewünscht hätte. Geh jetzt weg, du Wichtel. Tschüss. Ja, und wieder haben wir mal einem süßen kleinen Tierwesen das Leben genommen. So, ein Kessel, der mir was gibt? Eine Bertie Bots Bohne, Leute. Nicht zwei, nicht drei, eine. So, und jetzt haben wir hier viele Pilzköpfe. Muss ich die eigentlich alle bekämpfen? Weil ich glaube, das braucht die alleine... Damit kann man ja eine halbe Stunde Folge... Komm jetzt her, du... Dieser Schokofrosch, Leute. Das ist unglaublich. Oh, vielleicht hätte ich es doch vorher machen sollen. So, aber das ist jetzt auch nicht so schwer, wenn er noch drei Stunden da auf dem Boden rumgammelt. Okay. Ach, der muss auf dem Hintern sitzen, damit ich den... Oder was? Hä? Okay, ich weiß jetzt nicht, was die machen oder was ich mit denen machen soll, weil ich habe gerade vorhin was auf die geworfen und die sind dann nicht weg. Der andere war sofort weg. Ach, der macht die Dinger auch... Ah, der nimmt die Dinger auch weg. Und dann gibt es jedes Mal Bertie Bots Bohnen. Warum mache ich das dann, wenn der die wegmacht und ich dann auch noch Bertie Bots Bohnen von dem dafür bekomme? Gibt er mir eine? Oh nein, der nimmt mir welche. Mann, ich dachte, der gibt mir die.
So, weißt du, so sozial einfach kommt er zu mir. Hier hast du den Bertie Bots Bohne, aber nein, natürlich nicht. Muss man wieder hier alles mit Gewalt regeln. Das ist eine Venemosa Tentacula. Ah, okay. Pass auf, dass sie dir nicht zu nahe kommt, denn dann beißt sie sofort zu. Mit ja. dem Findo kannst du sie betäuben oder ihre Fangarme abhacken. Ha, ausgetrickst. Okay, Leute, also eine Venemosa Tentacula. Alles kanonische Pflanzen aus der Wizarding World. Sei an der Stelle nochmal erwähnt. Nicht selber dazu gedichtet. Finde ich wirklich wundervoll. Gerade bei den alten Spielen. Bin sehr gespannt, wie das später, also Februar, Leute, Februar, endlich bei Hogwarts Legacy sein wird. Also wie viel die da selber beigetragen haben. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da nicht alles von J.K. Rowling erfunden sein wird, weil J.K. Rowling war ja beim Spieler selber nicht involviert. Und vor allem auch wegen der Größe des Games, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass so ein großes Game in der, mit dem Umfang, komplett irgendwie nur auf dem besteht, was schon existiert, sondern da wird wahrscheinlich noch einiges mehr beigetragen worden sein. Meine Meinung, oder was glaubt ihr? Schreibt mir mal eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. So, ich glaube, es war schlau, dass ich nur ein Seil geöffnet habe oder abgeschnitten habe. Oh, Truckles sind Baumgeister, die mega Powerbäume bewachen. Wende die Findo auf sie an, damit sie verschwinden. Das sind Boat-Truckles. Also, da waren die aus Fantastic Beasts, aber süßer. Just saying. Okay. Ja. Hey, du kleiner Boat, bist du Pickett? Wir haben Pickett umgebracht, Leute. Und nochmal. Oh! Ach, cool, der hat Baumrinde gegeben. Cool. Oh, die haben beide Baumrinde. Okay, also wenn wir Boat-Truckles nochmal wiedersehen, Leute, merke ich mir vor, die immer umzubringen, weil die bringen Baumrinde, die wir für den Powertrank brauchen. So, hier, gib mir nochmal ein paar Bertie Bots Bohnen. Gibst du nochmal? Nee, leider nicht. Nicht mal gönnen kann diese Kanne. So, kann ich das hier? Ah, ja, könnte ich, aber war jetzt nicht nötig, oder? Da hinten wäre es, glaube ich, nötig gewesen. Naja, bis jetzt läuft ja alles. So, da sind... Aua, die werfen die auch noch auf mich. Na, dann kümmern wir uns erstmal um die beiden Kollegen. So. So, sehr schön. So, da ist Baumrinde. Ey, das ist krass, wenn die jedes Mal Baumrinde geben, wenn man die kaputt haut. Dann kommt man ja noch schneller an diese ganzen Zaubertrankzutaten, als ich am Anfang dachte. Und ich war am Anfang schon davon überzeugt, dass man die schnell... Und da unten ist noch die... Ja, man kriegt wirklich von jedem... Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich am Ende wesentlich mehr von dem Schleim als von der Baumrinde. Und die Frage ist halt, wie oft werden wir Boat-Truckles generell noch begegnen? Wobei ich denke, in Kräuterkunde wahrscheinlich relativ oft, oder? Das sind ja super passende Tiere hierfür. Wir haben jetzt ja schon in kürzester Zeit wieder 4 Stück gesehen. So, geh da mal bitte richtig drauf, du komische Schnecke. Dankeschön. So, wo müssen wir jetzt lang? Ich lass mal diese Dinger da in Ruhe, ja? Ja gut, so viel Leben, wie ich habe, da kann eigentlich nichts... Und da ist nochmal Schleim, sehr schön. Wenn man schon davon redet, dann kommt es direkt an. Sehr, sehr gut. Aber sonst ist hier nichts, ne? Ich will hier nicht zu lange rumlaufen, weil ihr merkt schon, das ist relativ gefährlich hier mit den ganzen Sachen. So. Soll ich hier nochmal irgendwie drüber klettern? Ne, da kommen wir her, ne? Ne, da kommen wir her, das macht keinen Sinn. Dann müssen wir jetzt so... Ja, die laufen schon ineinander rein, so schnell sind die. Das war vorher definitiv nichts. Vielleicht wird das Spiel auch einfach schwerer. Ich sollte die leeren Dosen auf meinem Schreibtisch gleich mal wegstellen. Warte mal, wo? Ach so, da hier lang, ne? Ja, genau. Kann ja sein, ne? Dass sie einfach denken, so, yo, das Spiel ist jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener. Aber dann frage ich mich, warum sie mir immer noch diese Sterne erklären und all das oder wie man einen Zauber zum ersten Mal wirkt. Weil das habe ich dann auch schon echt oft durch und das müssten wir dann... auch nicht unbedingt nochmal zeigen, aber hey. Gut, was hat es hier mit diesem Klotz auf sich? Was soll der darstellen? Naja, egal. Gehen wir erstmal hier lang. Entschleime! Okay. Oh, ein Boat-Truckle. Ja, sie sind nicht ganz so selten. Da haben wir nochmal ein bisschen Baumrinde. Wo ist sie? Habe ich sie eingesammelt? Baumrinde? Ach, da ist sie. Ist aber schon relativ gut getan. Vielleicht ist das die Schwierigkeit dahinter. Dass man zwar... sie zwar immer Baumrinde geben, aber man häufig versteckt, dass da welche ist, weil man sie nicht sieht. Aber da müssten die ja echt denken, dass ich ein Vollidiot bin. Naja. So, die Spinnen habe ich immer noch keine Ahnung, ob die mir Leben... Nee, die schaden mir... Haben die mir gerade Leben gezogen? Wenn dann nur ganz, ganz kleines bisschen. So, hier einmal nach oben.
So, jetzt drauf achten, Leute. Guckt mal auf mein Leben. Nee. Die haben mir kein Leben gezogen. Lol. Ist hier irgendwas? Nee, kann man nicht durchgehen. Okay. Da ist ein neuer Stern. Sehr schön. Und nochmal ein bisschen... Komm her jetzt. Mein... Dieser Frosch, ne? Und, egal, noch mehr Leben. Das ist auch schon mal gut. 251 Bertiebots-Bohnen haben wir. Und wir müssten jetzt so bei Stern Nummer... Bei Stern Nummer 7 sein oder so? Bin ich jetzt mal gespannt, ob wir es wirklich schaffen, in diesem Unterricht alle hinzubekommen. Oh, das... Ja, da ist noch ein Stern. Dann holen wir uns den erstmal. So. Erstmal alle betäuben. Können wir hier relativ schmerzfrei durch. Ah, oder auch nicht. Wir haben ja zwei Seiten. Wieso hat der mich denn jetzt angegriffen? Ach so, weil wir nur eine Seite blockieren. Ja, anscheinend. Ja. Au! Okay, jetzt müssen wir... Ich sehe es leider nicht. Also meine Webcam ist, glaube ich, genau da, wo angezeigt wird, wie viele Sterne man... Jetzt nochmal aufs Leben achten. Nee, die ziehen mir kein Leben. Nee. Okay, aber gut zu wissen. Also die Spinnen sind dann wahrscheinlich wirklich nur für den Nervenkitzel da. Weil es halt Spinnen sind. Und noch eine Schokofroschkarte. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das wird aber noch echt schwierig, immer zu gucken, welche Schokofroschkarten ich schon vorgestellt habe und welche neu durch die Folge dazu kamen. Die hängen ja immer noch bei mir im Umhang. Geh mal weg da. Ist ja ekelhaft. Jetzt weiß ich, wo das Problem liegt. Wenn man Arachnophobiker ist, dann ist das ja echt ganz schön triggernd. Würde ich mal sagen. Hier kann ich nichts erzaubern. Hier kann ich einen Blumentopf mal wieder umkicken. Sehr gut. So, da ist nichts. Und da ist ein Speicherpunkt. So, bevor ich jetzt aber hier weitergehe, gehe ich nochmal gerade ganz kurz zurück. Weil, vielleicht ist jetzt der ein oder andere von euch, der sich die Schweißperlen von der Stirn wischt. Weil ich glaube, ich habe einen Gang noch nicht erkundet, den ich da gerade vorhin gesehen habe. Fuck. Oh, nee. Och, scheiße. Wieso gehen da immer die Dinger zu? Okay, ich hab's nicht vergessen, Leute. Es ist schon meine Schuld, aber nicht so ganz richtig meine Schuld. Ich wollte ja, ich wusste, dass ich da noch was holen muss, aber Mann, diese Barrikaden, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt irgendwas Krasses übersehen haben. Ob es ein Stern war, weiß ich nicht. Komm jetzt her, Frosch, ich bin deprimiert, weil ich diesen Gang nicht erkunden konnte. So. Warte mal, ist das hier nicht der... da kommen wir her, oder? Lol, warte mal, wollen die mir erzählen, wenn ich jetzt hier runterfalle, dann muss ich das ganze Level nochmal ablaufen? Das war doch der erste, wisst ihr noch, ganz am Anfang. Wenn ich jetzt hier runterfalle, muss ich dann das ganze Level nochmal ablaufen? Das wäre ja... Oh mein Gott. Ja. Okay, da kann ich jetzt eh nicht mehr zurück. Aber ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht gerne ausprobiert. Okay, die Schnecke muss jetzt irgendwie da durch anscheinend. Flipendo, jetzt geh da weg. So. Aber es fehlen nicht mehr viele Sterne, Leute. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da... Warte. Wo gehen wir lang? Okay, hier ist nur so ein Schneckenraum. Okay. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich... Dann kommt jetzt wahrscheinlich hier hinten irgendwo eine Schnecke, die wir dann holen müssen und... Genau, da ist... da sind die Schnecken. So. Aber da müssen noch drei Schnecken... Ah, da sind sogar drei Schnecken. Ja, dann... Warte mal, ist da wieder das zugegangen? Ich hoffe, das geht gleich wieder auf, Leute. Weil, wie hätte ich das denn machen sollen? Ich muss hier hinkommen, damit überhaupt eine Schnecke spawnt. Ja, es geht wieder auf. Okay. So, Leute. Dann wollen wir sie mal darüber kicken. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen besser zaubern und die direkt irgendwie 30 Meter weit schleudern. Aber dafür ist Harry leider noch nicht talentiert genug. So, aber wir können zumindest noch ein bisschen drauf spammen. Tschüss. Und da... Oh, das riecht mir nach Schokofroschkarte. Ja, es ist auch eine. Fall da bloß nicht rein. Holy shit. Okay. Das ist mal wieder eine sehr Schokofrosch-lastige Folge. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Dann geht's jetzt hier im Text weiter. Okay.
Flipendo! Okay, okay. Also lebenstechnisch sieht's ganz gut aus, zeittechnisch sieht's ganz gut aus. Wir sind insgesamt sehr, sehr gut dabei. Flipendo! Komm! So. Und dann einmal. Und, okay, wir haben niemals alle Sterne gefunden. Aber wir müssen aufpassen, weil hier sind noch Kisten. Ich darf jetzt nicht den Stern berühren, sonst ist die Aufgabe nämlich beendet. Okay, und da haben wir nochmal Schleim, nehme ich auch mit. So. Okay, hier haben wir alles, dann würde ich sagen, ja, haben wir es geschafft. Also, zwar nicht alle eingesammelt, das würde mich jetzt arg wundern, aber wir werden es sehen. Gut gemacht, Harry. Du hast die Defindo-Herausforderung bestanden. Die verbleibende Zeit gilt als deine persönliche Bestleistung. Oh, danke schön. Wie viele Sterne habe ich jetzt gesammelt? 11 von 14? Wieso waren da jetzt 14? Okay, also nicht alle leider. Ey, das ist ja... Warum ist es denn so schwer, alle immer zu kriegen? Das ist... Ah, ja! Jetzt kann ich es direkt mal einsetzen. Ist natürlich logisch, dass es hier dann direkt auch in der Nähe ist, weil man will ja ein Erfolgserlebnis haben. Und ein größeres Erfolgserlebnis hätte ich jetzt durch eine Schoko-Froschkarte. Dankeschön, Spiel. So. Okay, wo kann ich lang? Okay, hier kann ich mich jetzt auch durchschneiden. Will ich da rein? Willkommen zurück, Harry. Wenn du es schaffst, deine Bestleistung zu überbieten, gebe ich dir Hauspunkte. Nein! Bei der Herausforderung. Bist du bereit? Nein! Viel Glück. Auf die Plätze, fertig, los. Nevermind, Leute, die können mich mal kreuzweise. Ich will hier wieder raus. Lass mich raus. Ich gehe doch nicht freiwillig in den Unterricht. Sehe ich irgendwie wie so ein Streber aus oder was? Ich dachte, da ist irgendwie ein krasser Eingang zu irgendwas Krassem oder so, aber das war ja gar nichts. Nee, Leute, da haben wir es zumindest einigermaßen geschafft. Harry, Hermine hat mir gesagt, dass du die klein geschnittene Baumschlangenhaut im Gewächshaus findest. Mir nach, Harry. Nee, ich will die Folge beenden und ihr hört jetzt auf, mich anzuquatschen. So, Leute, ich hoffe, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Wir gucken jetzt natürlich, wie versprochen, mal eben auf unsere neuen Schokofroschkarten, die da wären. Ja, welche wären es denn? Das ist jetzt hier die große Frage. Haben wir den schon? Lord Stoddard Withers, 1672 bis 1769, Züchter von fliegenden Pferden. Okay. Turville Twonk, 1888 bis 1957, starb, als er ein nicht magisches Kind vor einem entlaufenen Manticore retten wollte. Ihm wurde der Titel Orden des Merlin erster Klasse nach seinem Tod verliehen. Das ist ehrenhaft, sehr ehrenhaft. Das, ja, der hat unsere, ne, Leute, oder? Die kann man doch mal lobend erwähnen. Wer ist das? Ach, die hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Glenmore Peak, 1677 bis 1761, besiegte die Seeschlange von Cromer. Cornelius Agrippa, 1486 bis 1535, berühmter Zauberer, der aufgrund seiner Schriften von den Nichtmagiern verhaftet wurde. Okay, ich glaube, die hatten wir alle schon. Aber hier, bei den Silbernen haben wir auch einige neue bekommen. Zum Beispiel die hier. Glenda Chittock, geboren 1964, Moderatorin des MRF-Programms Magischer Rundfunk Hexenstunde. Nice, okay. Ach, die ist interessant. Laverne de Montmonsery hatte ich in meinem Skriptvideo zu den Liebestränken. Da seht ihr, Leute, die sind wirklich alle kanonisch. 1823 bis 1893 erfand viele Liebestränke. Curly Duke, geboren 1971. Oh, Transgender. Warte mal, ist das echt so? Spielt die Leadgitarre in der populären Musikband Schwestern des Schicksals. Der sieht doch männlich aus, aber in Frauenkleidern. Das wären Transgender und die sind von Rowling erfunden. Leute, ich will ja jetzt nicht zu viel sagen, ne? Aber das sind wirklich von Rowling erfundene Charaktere. Und sie hat die Bilder garantiert dann auch abgesegnet. Weil ja so viele Leute mal sagen, sie sei transphob. Aber gut, ich will das Thema jetzt nicht eröffnen, aber das spricht irgendwie ein bisschen dagegen. Leopoldina Symphonic, 1829 bis 1910. Erste britische Hexe, die von einem Quidditch-Spiel, die bei einem Quidditch-Spiel Schiedsrichterin war. Okay, und der letzte im Bunde. Thaddeus Torkel, 1632 bis 1692. Wurde berühmt, weil er seine 7 Squib-Söhne aus lauter Verzweiflung in Igel verwandelte. Ist das Mozart?
Ja, Mozart hat eine düstere Vergangenheit, Leute. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao zusammen.